Mein Name ist Daniel Ruprecht. Ich bin der Geschäftsführer von der Firma Kreativ Lackieratelier. Ich habe das Geschäft 1999 gegründet. Wir lackieren für Schreinereien, Ladenbau in der Signaletik, wie auch für Architekten und Künstler. Und im Speziellen haben wir seit 2018 angefangen, mit den Epoxyharzen zu arbeiten und Möbel wie Tische, Sideboards und so weiter so herzustellen. Die Möbel, die wir herstellen, die erzählen eigentlich alle eine Geschichte. Dank dem Gießprozess mit Epoxyharzen haben wir die Möglichkeit, das Holz zu fixieren und so neue individuelle Möbel herzustellen. So erzählt jedes Holz, jedes Möbelstück dann seine Geschichte weiter. Die verschiedenen Abläufe der Prozesse beginnt eigentlich mit der Vorbehandlung vom Holz. Das Holz selber zu säubern, was man gerne möchte, vorzubehandeln, lackieren, grundieren und so weiter. Beim Anmischen verwende ich eine Waage. So kann ich das Harz aufs Gramm genau ausmischen, was sehr wichtig ist, damit man später keine Schleier oder ein Mischverhältnis hat, das nicht stimmt. Man muss sehr sauber umrühren, am besten mechanisch, nicht von Hand. Danach ist es sehr von Vorteil, wenn man das Gebinde umleert, das sagt man umtopfen. Nach dem Umtopfen wird das Gebinde in den Vakuumbehälter gestellt und sozusagen entschäumt, sprich man arbeitet den Sauerstoff im Harz raus, damit wir nach dem Gießprozess keine Blasen im Harz haben. Beim Gießprozess achte ich darauf, möglichst langsam und behutsam das Harz in die Form einzugießen. Nach dem Gießen findet der Trocknungsprozess statt. Je nach Volumen kann der bis zu 72 Stunden andauern. Durch den langen Aushärtungsprozess stellen wir sicher, dass im Harz keine Blasen mehr enthalten sind. Wir haben uns für Sika Priesin Epoxy Harz entschieden, weil wir mit diesem Produkt glasklare Vergüsse herstellen können mit einem sehr großen Volumen. Wir haben verschiedene Produkte auf Herz und Nieren getestet und mit dem Sika Priesin haben wir die besten Resultate erzielt.